Jetzt habe ich hier ein lokales Bier bestellt. Hübsch gemacht, ne? Ich mag ja saures Bier. Habt ihr mal Zucker? Mich immer noch aufregen. Wo hab ich denn den Ausfuhrzoll bezahlt? Ja, wo? Von einer Kollegin, die da neben dir steht, 10 Meter. Ich bin hier der einzige Typ. Was ist das für eine Frage? Wo hast du den Ausfuhrzoll bezahlt? Auf dem Klo. Bah. Ja. Andere Straße, andere Farbe. Und ich renne hier mal einfach durch. Gucken, ob sich hier irgendwer zuständig fühlt. Der zum Beispiel. Leck mich am Arsch, ey. Bin jetzt über 2 Stunden hier an der Grenze gewesen. Zwei Stunden haben sie mich warten lassen. Man braucht für die Einreise kein Impfzertifikat, aber einen PCR-Test jünger als 72 Stunden. Dann ein Check-Migrationsformular, gibt's im Internet, da wird ein QR-Code draus gemacht, hatte ich auch alles. Und dann, was ich nicht wusste, man muss sich eine Woche vorher über eine Regierungsseite anmelden. Das stand auch nicht auf der deutschen Seite vom Auswärtigen Amt, hatte ich nicht. Habe ich versucht, ne, mit Passierschein A38 da was zu klären, hat auch nicht funktioniert. Nach 2 Stunden hatten die das dann irgendwie so intern geklärt und ich war froh, dass ich an der kleinen Grenze war. Costa Rica, Los Chiles in San Carlos in Nicaragua, das ist der kleine Grenzübergang. Beim großen Grenzübergang von Piedras Blanco wäre das noch komplizierter gewesen. Mein Tipp, nimm die kleine Grenze. Letztes Mal, dass ich so lange gebraucht habe, die Grenze zu überqueren, ja gut, das war aus nachvollziehbaren Gründen von Estland nach Russland, weil da war Stau. Ah, 2 Stunden! Ein scheiß Dokument hat gefehlt. Hätte mich da irgendwo 7 Tage vorher anmelden müssen. Bei der Regierung, das stand ja nicht mal auf der Seite vom Auswärtigen Amt. Das habe ich da aber gewartet. Komme ich da nachher gar nicht rein, ey. Scheißdreck. Und dann nochmal hier Zeug vorzeigen und nochmal Gepäck durchleuchten. Aber nett waren sie doch. Ganz lieb. Ganz lieb. Bueno. Passaporte. Sí, Passaporte. So, jetzt reicht es aber wirklich hier. Nee, aber nett sind sie schon. Haben halt ihre Vorschriften und denken kompliziert. Ne? Ja gut, jetzt fährt hier irgendeiner von den Bussen. Dann hier zu meinem San Carlos, hoffe ich. Ich habe ja nicht mal Geld. Hoffe, die nehmen Dollar oder hier die Monopoly-Spielscheine aus Costa Rica. Brauche ich die eigentlich noch? Reicht mir auch schon wieder. Mann, Mann, Mann. Landwirtschaftlich schön. Grünzeug, Berge. Ja, und ortsübliche Reisemöglichkeiten. Jetzt haben sie den kleinen Bus da hinten wieder ausgeladen und in den großen Bus eingestiegen. Also, ja, genau meine Größe. Kann man das sehen? Ja, hier vielleicht, ne? Super! Ja, okay. 40 Minuten dauert die Fahrt. Wann er losfährt, habe ich keine Ahnung. Hat er gesagt, heute. So genau wollte ich es gar nicht wissen. Das wird schon wieder gut hier. Und das Abenteuer geht schon wieder weiter. Wenn ich richtig verstanden habe, werden hier jetzt nochmal alle Taschen geöffnet. Wäre ja nicht so, dass wir erst vor 15 Minuten die Dinger haben durchleuchten lassen bei dem Grenzeintritt. Ja, aber man gewöhnt sich an das Zeug, ne? Natürlich noch einiges. Ja, das scheint es ja schon zu sein. Kleines Dörfchen. Idyllisch, idyllisch. Hübscher Torbogen. Noch die ganzen Fähnchen.
wir müssten fast da sein. Die Busse sind hier lustig, viel schöner als meiner. Blinki, blinki, blinki. Mercado Municipal, das ist dann so der Stadtgemeindemarkt. Och, schön viel frisches Obst, gefällt mir ja gleich. Busterminal. Eieieiei, ist das gruselig. Ich mag das ja, so ein Gewusel. Wusel, 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 wusel. Ja, das ist der Nabel der Welt hier, ha? 2 Minuten Fußweg zum Hotel. Hab's extra nach dem Kriterium ausgesucht, dass es nah an der Busstation ist. Aber ich glaube schon, ich bleib hier länger als einen Tag. Irgendwie ist das lustig. Attractivos Touristicos. Ernsthaft? Ihr seid hier auf Touristen ausgelegt. Alte Festung haben sie. Ja, und dann hier von San Carlos gibt es dann da die Inseln. Stimmt auch schön. Hauptsache, wir haben hier Wi-Fi. Juhu, das ist es. Und sie haben Wi-Fi. Ich bessere mich. Hab's geschafft, Geld abzuholen, ohne die Bankkarte stecken zu lassen. Huhu, ein Lerneffekt. Ja, jetzt habe ich irgendwie 300 US-Dollar gezogen. Das war die Maximalmenge. Und dazu 6.000 von den nicaraguanischen Monopoly-Dollar. 100 von denen sind 2,50 Euro wert. Also immer durch 40 teilen. Das ist besser als durch 635 teilen. Aber hier ist doch auch hübsch. Von da komme ich gerade. Mein Hotel. Und das ist der See. Da hinten wohnt dann irgendwo der Benny auf der Insel, den ich besuchen möchte. Doch, doch, mir gefällt das Dörfchen. Ich glaube, ich bleibe hier ein bisschen. Alles so farbenfroh. Vor allem nicht zu voll. Müsste hier auch einen guten Sonnenuntergang geben. Also jedenfalls ist das die Stelle, wo die Sonne untergeht. Wie finde ich die Pizzeria? Geht zur großen Kirche und dann links. Ja, alles klar. Ja, Riesenkathedrale. Habe ich schon anderes gesehen. Kinderspielplatz. Und die Kirche ist größer. Dann werden sie die gemeint haben. Aber jetzt noch mal links, da komme ich doch. Also diesen Baustil hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet in Nicaragua. Hat was von Disney Castle. Für ganz Arme. Pizzeria Don Leo soll die beste Pizzeria der Stadt sein. Ich habe gerade 2 Kanadier getroffen, die waren für 2 Monate hier, reisen gerade ab. Ich bin gerade angekommen und bleibe für 2 Monate. Die haben mir das empfohlen. Jetzt habe ich hier ein lokales Bier bestellt. Ne, ist das eine Pyramide mit? Naja, Ehrenberg, aber hübsch gemacht, ne? Ich mag ja saures Bier. Habt ihr mal Zucker? Das Universum sagt entweder alkoholfreier Monat oder gnadenlos mit rumbesaufen. Das ist doch mal eine männliche Größe. Die ist ungefähr für 7 Personen. Und er warnt mich noch, das meinst du doch nicht ernst, oder? Na ja, gut, da habe ich definitiv Frühstück mit. Ja, doch, das gibt noch einen schönen Sonnenuntergang. So, gerade Geld holen. Immer dasselbe in diesen Ländern. Kriegst du die Brieftasche nichts mehr zu, das Zeug ist nichts wert. So. 100er. Immer durch 40 teilen. Das ist jetzt 2,50 Euro wert. 200er ist 5 Euro wert. Der ist 10 Euro wert. Ja. Das reicht dann für eine Woche oder so. Sind jetzt
500 Euro. Ah ja, gut. Also im Übrigen 2 Monatsgehälter für Einheimische. Ne? Also, man hat ja schon seine Kosten mit den Hotels. So günstig ist das hier auch nicht. Der Kapitän des Hafens. Oh, das ist sogar die Armee. Echito ist die Armee. Vaterland, Würde, kenne ich nicht. Loyalität, Disziplin, Ehre, nochmal Ehre, Ethik, Solidarität, Humilität. Cool. Das war jetzt schon lustig. Mein Hoteltyp hat mich dahin geschickt und ich habe da angefragt. Und wir haben uns nicht so wirklich verstanden. Ja klar, mein Spanisch ist mittelprächtig und wollte immer Dokumente von mir sehen. Ich sage, ja, was kostet die Fahrt denn? Ja, gar nichts. Er braucht nur Dokumente. Ist ja schön, dass ich gratis fahre. Jetzt kamen wir darauf, dass er dachte, ich will mit dem Schiff selber fahren. Du, ich habe kein Schiff. Ich bin seit gestern in dem Land. Ich dachte an sowas wie ein Reisebüro. Kann ich mal hier als Gast auf dem Schiff mitfahren? Sagt er, ja, das ist gegenüber. Aber die sind schon zu heute. Ich so, ja, gerade nur gefragt, ist da noch offen. Ja, Hafen ist offen, Reisebüro nicht. Genau, gib mir mal ein eigenes Schiff. Habt ihr Flugzeugträger? Wollt schon immer Flugzeugträger fahren. Militärdiktatur, ne. Sag mal, du Vogel, was hast du mir gerade gesagt? Den Eindruck habe ich auch. Wie denken Sie über Karl Lauterbach? Genau, da kommt mir auch die Galle hoch. Aber ausgewogene Ernährung. Reis und Spaghetti. Na dann. Heute geben wir mal dem hier eine Chance. Schöne Sicht auf den See und vermeintlich auf den Sonnenuntergang. Sieht jetzt nicht unbedingt nach Veggie-Essen aus, aber naja, irgendwas gibt's ja immer. Geh mir weg mit der Bierplörre, die nehme ich auf gar keinen Fall wieder. Das ist halbwegs leise. Futter ist da. Es gibt einmal Pasta Alfredo mit Gemüse statt Schinken. Bohnensüppchen mit Patacones, also Bananenmatsch. Tja, und das muss dann wohl irgendwie da drauf. Na, schauen wir doch mal. Also hier meine Bohnensuppe. Ihr kennt diese 39 Cent. Dosen mit Kidneybohnen vom Lidl, richtig? Genau das. 2 Minuten in die Mikrowelle, bisschen warm machen. Hm. Aber ich habe die immer gern gekauft. Ich finde das gut, meine ich gar nicht kritisch. Ärgere mich nur, dass ich immer so kompliziert gekocht habe in Deutschland. Und hier meine Pasta Alfredo. Die haben sie gut gemacht. Auch so richtig schön. Al dente, bissfest. Und hier die Dinger hat mir Svetlana gezeigt. Das ist so halb Kohlrabi und halb Zucchini. Aber sehr eigenes, aber super lecker. Doch. Ich bin gerade 5-mal gefragt worden wegen meinem Feuerzeug und habe jetzt dem einen Moppelchen, der davon 4-mal gefragt hat, beim Rausgehen mein Feuerzeug geschenkt und hole mir ein neues. Das ist so eine Sache, die ich hier empfehlen kann. Es müssen nicht immer teure Geschenke sein. Ne, auch mit jedem kleinen Geschenk, was man macht, da kommt man irgendwo auch als Herzen in der Menschen an und die ändern ihre Meinung über arrogante Gringos, womit sie jetzt mehr die Amerikaner meinen. Aber ich finde oftmals ein kleines Geschenk besser als ein großes. Das zeigt, dass man eben sie versteht und er will halt rauchen, hat kein Feuer, ja super, darüber freut er sich. Okay, dann wäre auch klar, warum ich keinen Sonnenuntergang sehen konnte. Er ist auf der anderen Seite. Naja, merkt für morgen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib mir ein Like
und abonniere diesen Kanal. Das ist die Möglichkeit, noch mehr Menschen zu erreichen und ihnen über die Faszination von Südamerika berichten zu können. Jeden Sonntag um 20 Uhr haben wir den Rausabend, den Stammtisch für Reisende, Auswanderer und Selbstständige. www.rausabend.de. Dort kannst du dich über besuchenswerte Ziele austauschen und andere Menschen kennenlernen, die sich mit dem Gedanken tragen, auszuwandern. Ich freue mich auf ein persönliches Kennenlernen mit dir.